Für das Traumwetter und die Traumpisten hier in Oberstdorf können wir nix. Aber das traumatische Erlebnis für den ein oder anderen Skitouristen hier geht voll auf unsere Kappe. Jeder, der hier einkehren will, muss seine Ski abstellen. Darf er aber nicht überall. Ski abstellen außerhalb der Absperrung? Verboten. Ski abstellen an der Hüttenwand? Verboten. Und die Skier in der zweiten Reihe zu parken ist natürlich auch verboten. Pistenpolizist Olli muss eingreifen. Sagen Sie mal, wer hat denn da das Ski wieder an die Hütte gelehnt? Die falsch geparkten Skier werden kurzerhand abgeschleppt und in dieser Abschleppstation zwischengelagert. Er will wieder auf die Piste, aber jetzt vermisst er seine Skier. Wenn die nicht richtig stehen, die werden abtransportiert. Und ich habe das gerade gesehen, dass er mit den Skiern irgendwie hier vorne weggegangen ist. Das heißt, ich muss jetzt da hochgehen? So schaut's aus. Da ist er und da muss er rauf. Sieht nicht so wild aus, sind aber immerhin fast 100 Meter mit teilweise fast 50% Steigung. Ein mühsames Geschäft. Schritt für Schritt. Klappt es doch? Und irgendwann hat er es dann tatsächlich fast geschafft. Sein Kollege ist schon oben. Hast du die hohen Ski? Ja, wir haben sie gerade eben hochgetragen. Ja, genau. Wir sind darauf hingewiesen worden von Gästen. Ja, dann bräuchte ich einfach nur den Bon von jedem. Welchen Bon? Was für ein Bon? Wenn ich ja Ski mit hochnehme, dann stelle ich einen Bon aus. Scheiße. Und dann gebe ich die Hälfte vom Bon gebe ich der Bedienung. Das heißt, wenn Sie den Ski abholen, brauchen Sie die zweite Hälfte vom Bon. Okay. Jetzt kannst du wieder runterlaufen, wieder hoch. Das weiß ich ja nicht. Aber die Bedienung hat den Bon. So, dann muss ich wieder rufen. Ja, klar. Wenn Sie den Ski wollen. Ja. Na dann, wieder runter. Wie man sehen kann, geht es mit Skischuhen runter auch nicht wirklich leichter als rauf. Laufen Sie eigentlich das erste Mal im Schnee? Warten wir mal. Na, aber selten halt. Ja, es sieht recht wackelig aus. Ja. Wieso haben Sie denn den Bon eigentlich nicht gleich mitgenommen? Ich wusste es ja gar nicht. Naja, jetzt weiß er's. Und unten bekommt er seinen Bon, kämpft sich dann wieder den Hang hoch und kann jetzt endlich seine Ski auslösen. Denkt er zumindest. Haben Sie Geld dabei? Ja. So, 50 pro Ski. 50 pro Ski? Dann muss er da den ganzen Tag auf und ab gehen. Sie haben eine gute Stunde lang. Naja. Mein lieber Mann, das hab ich nicht. Haben Sie eine Kurkarte dabei? Ja. Okay. Weil da kriegen Sie 2 Euro zurück, aber das machen wir heute mal als Trinkgeld, sage ich jetzt mal. Die kriege ich jetzt. Ja, aber ich habe jetzt kein Kleingeld dabei. Dann kriegst du die 2 Euro. Ja, aber ich habe ja kein Kleingeld dabei. Ja, das ist mir egal. Jetzt seien Sie doch nicht so klein. Ich muss ja dazu. Ich stelle es Ihnen nicht an. Ich gehe in die Gaststätte, du was verzehren. Jetzt muss ich hier noch mal Ski 50 Euro zahlen. Also ich bin sauer, das gefällt mir nicht, aber gut, das ist so. Kleinen Moment, ich gehe kurz runter und hole die 2 Euro. Na, lass es sauer, ich schenke es Ihnen. Nein, jetzt hole ich die 2 Euro. Ich weiß auf jeden Fall, was ich hier nicht mehr hervor. Das weiß ich. Er ist nicht der einzige Falschparker, der sauer ist. Ja, aber da ist ja kein Skiständer auf der Seite. Ja, dann muss man halt auf die andere Seite gehen. Wenn ich in die Stadt fahre und auf dem Grünstreifen parke, sage ich, da ist ja gar kein Parkplatz. Auch er muss zahlen. 50. Gut, ein 100. Ich kann nicht rausgehen. Weil dann müssen Sie unten noch mal wechseln lassen, weil ich kann ja nicht rausgehen. Das heißt, er muss noch mal runter zur Hütte. Es ist seine dritte Runde. Einmal runter. Hast du 50 Euro schon einstecken? Ich habe nur einen 100er. Und wieder rauf. So, jetzt hat wunderbar. 50. Dankeschön. Der Falschparker, der jetzt ankommt, alles das gut. Ist ein Lockvogel. Das macht er 50 Euro zum Abschleppen. Also, ich komme aber aus Oberstdorf, gell? Also, ich komme aus Oberstdorf? Ja, ich erinnere mich schon. Na dann passt es. Danke, bitte. Okay. So. Ich bin auch halber Oberstdorfer, dann gibt es ja auch einen Rabatt für mich. Ja, aber halber, das geht nicht. Wir haben in Oberstdorf einen Wohnsitz, wenn das so läuft. Dann zeigen Sie es mal bitte. Ja, nur, das trägt man nicht immer bei sich. Ja, das sollten Sie. Wenn Sie, jetzt, wenn Sie kontrolliert werden, Sie können doch nicht einfach ohne Geld durch die Welt marschieren oder fahren. Ach, jetzt ist es aber nicht mehr schön. Zurück zu dem Mann aus Hessen. Seine 2 Euro bekommt er. Die 2 Euro. Dankeschön. Die Skier aber noch nicht. Jetzt bräuchte ich nur einen Kaufnachweis. Hab ich nicht. Sie haben keinen Kaufnachweis. Nee, wie soll man den denn haben? Wo soll man den denn haben? Die Ski sind 2 Jahre alt. Nein, das sind 5. Und da soll man eine Rechnung mitnehmen. Jetzt machen wir einen Punkt. Ich habe jetzt keine Lust mehr langsam. Ja, zum Spaß steht jetzt auch nicht hier oben. Ja, was machen wir jetzt? Ich habe keine Rechnung. Ich habe sie nicht. Was soll ich machen? Ich habe sie nicht dabei. Daheim haben sie es. Ja. Wie weit wohnen sie denn weg? 400 Kilometer.
Wie viel? 400 und etwas. Ja, das schafft man nicht mehr, weil ich bin um 16 Uhr spätestens. Ja, das ist ganz schwierig. Mhm. Aber mir steht ein Name drauf. Haben wir da eine Chance? Auf dem Ski? Ja. Der Name auf dem Kopf allerdings. Aber der kurze Nachname kann man ganz gut lesen. Auf den Kopf. Wissen Sie was? Ich habe von Ihnen ein Trinkgeld gekriegt. Der Kollege bekommt seine Skier zurück. So. Name plus Trinkgeld. Das ist fast so gut wie eine Rechnung. Die Stöcke? Für unseren Herrn aus Hessen kommt es jetzt aber noch dicker, mithilfe dieses Lockvogels. Darf ich mal unterbrechen? Ja. Ja, ihr habt gehört, Sie verkaufen Ski günstig. Darf ich mal schauen? Ja, klar. Ja, kostet nichts. Also hier haben wir die ganze Batterie von heute Vormittag. Da sind frische reingekommen. Die Kurzski? Ja. Oh, darf ich die mal sehen? Die wären ja ideal für meinen Sohn. Ja, der Herr kann es jetzt eh nicht nachweisen. Vielen Dank. Das sind meine Ski. Ja, super. Bitte? Also, das sind meine Ski. Ja, das weiß ich noch nicht. Und die verkaufen jetzt mal Ski, die wo ich teuer gekauft habe. Was haben sie denn gekostet? 200 und etwas, was nicht, was hat meine Frau bezahlt. Und die kommen jetzt weg. 200? Haben Sie gehört? Also 200, da ist 50. Also ich nehme die für 50. Und wie soll ich jetzt rankommen? So, soll ich jetzt so runterlaufen oder wie? Ach so, ja, Sie können ja einen anderen kaufen. Nee, ich will aber meinen haben. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich ihre sind. Die haben es auch da ohne mitgenommen einfach. Aber die sind ja, doch auch viel sein. Zu kurz für die Sie. Die sind nicht oder? So kurz für ja mich, die sind extra gekauft. Sind Sie bitte ruhig. Das ist ja Ski für meinen Sohn. Das sind meine Ski. Jetzt seien Sie nicht so streng. Meine Ski sind weg. Sie verkaufen sie jetzt und dann ich nicht streng sein. Ich möchte keinen ja Ärger. Ich, dann suchen Sie sich eine aus. Das kann ich nicht Euro. Also, ich komme gleich zu Ihnen. Bei mir brauchen Sie nicht mehr. Ich gehe jetzt heim, fahre jetzt heim. Oberstdorf ist nämlich gestorben. Ihre Frau, haben Sie gesagt, hat es gekauft. Zu Weihnachten 2020, ja. Haben Sie vielleicht ein Foto vom Christbaum, wo die drunter liegen? Wir haben keinen Christbaum. Aber können wir sie anrufen? Die kann ich anrufen. Gesagt, getan. Nach einem kurzen Hallo übernimmt Olli das Gespräch. Können Sie beweisen, dass das die Ski von Ihrem Mann sind? Was haben Sie denn für eine Marke gekauft? Ich weiß wirklich nicht, guter Mann. Ich hab dem was für eine Farbe? Das weiß ich ja nicht. Jetzt wird es natürlich schwierig mit der Beweisführung. Dann werden wir die Ski jetzt hier verplomben und das müssen dann die Kollegen unten in der Talstation machen. Tja, solange die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt sind, darf er natürlich mit diesen Skiern nicht fahren. Und es hat noch weitere Konsequenzen. Wir dürfen ja keine Leute zu Fuß die Piste runtermarschieren lassen. Ganz genau. Deswegen gehen Sie jetzt hier den Grat hoch zur Gipfelstation. Das hier ist die Gipfelstation. Und hier unten ist unser Skifahrer. Und dann können wir mit der Gondel wieder runterfahren. Ganz hoch, weil rechts geht es ja rüber. Also ich muss da bis da oben hin. Da hoch. Und dann fahre ich von da aus nach Berlin. Und wenn Sie frühzeitig gehen, dann sind Sie am Samstag da. Das sind 1000 Kilometer von hier. Das kriegen wir hin. Wo gehen wir hin? Berlin? In der Sendung Verstehen Sie Spaß. Zum Beispiel. Herzlich willkommen in der Sendung Verstehen Sie Spaß. Ja? Ja, so machen wir es. So machen wir es. Ach Gott, da ist Kamera. Ja, ja. Kamera. Überall ist eine Kamera. Oh mein Gott. Liebe Spaß-Community, ihr wisst ja, was zu tun ist, wenn euch dieser Film gefallen hat. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit abonnieren, das freut uns sehr. Und wenn ihr das neue Video sehen wollt, einfach hier oben klicken.